Lieber Helmut, lieber Herr Lingemann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt an Sie die Botschaft rüberbringen, dass nicht überall, wo COPD draufsteht, auch COPD drin ist, sondern dass es sozusagen auch Krankheitsbilder gibt, die man immer in Abgrenzung oder Differentialdiagnostik in Erwägung ziehen muss, wenn diese Erkrankung im Raum steht. Und eine ganz prominente Rolle nimmt diese Erkrankung ein, der sogenannte Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Ich werde Ihnen gleich zeigen, was das für eine Krankheit ist. Ungefähr 3% der COPD-Patienten leiden in Wirklichkeit an dieser Erkrankung. Sie können sich ausrechnen, wie viel von Ihnen hier im Raum möglicherweise damit sozusagen davon betroffen sein könnten. Ich möchte ganz systematisch vorgehen, um Ihnen das Verständnis zu erleichtern. Das ist ja auch für Sie keine besonders einfache Materie. Ich möchte ein bisschen beginnen mit der Geschichte, weil das eine ganz faszinierende Geschichte ist. Wie hat man das eigentlich entdeckt? Dann etwas über die Pathogenese sagen, also wie entwickelt sich diese Krankheit, dann sagen, wie man die diagnostiziert und Ihnen dann einen kleinen Blick in die therapeutischen Möglichkeiten gewähren. Dieser Herr hat die Erkrankung entdeckt. Dieser Herr ist eigentlich Biochemiker gewesen und er hat in einem Labor in Schweden gearbeitet und es war ein Pionier, der hat nämlich eine Methode entwickelt, die man Serumelektrophorese nennt. Das ist eine Technik, bei der man die Eiweißkörper im Blut auftrennt und guckt, was wir im Blut für Eiweißkörper haben. Und da ist ihm aufgefallen, dass bei einer Reihe von Patienten, so sieht so eine Eiweißelektrophorese aus, und da ist ihm aufgefallen, und da gibt es verschiedene Zacken, und dann ist ihm aufgefallen, dass bei einer Reihe von Menschen, die da in dem Labor, wo er tätig war, in Uppsala untersucht worden sind, da fehlte eine Zacke, die war einfach nicht da. Und bei näherer Nachforschung kam dann heraus, dass das Einsendungen waren von Proben aus einer Lungenklinik in Schweden. Und dann hat man da näher nachgeforscht und hat festgestellt, dass diese Betroffenen ein schweres Lungenemphysem gehabt hatten. Fast zeitgleich sind in den Vereinigten Staaten die ersten Tierexperimente gemacht worden. Da sehen Sie auf der rechten Seite ein Bild, wo man Tieren Proteasen, das sind Eiweißkörper, die an die Proteine auffressen können, also Proteine spalten können und damit zerstören können, in die Lunge eingebracht worden ist. Sieht man mal sehr schön, wie fehlgeleitet viele Forschung ist. Damals hat man geglaubt, man könnte auf diesem Weg eine Verhärtung des Lungenbindegewebes, also eine Fibrose, erzielen. Es ist aber ganz was anderes rausgekommen. Diese Lungen haben sich nämlich aufgelöst. Und Sie sehen hier so Bilder, wie sie Ihnen Herr Teschler vorher gezeigt hat, dass auch diese Tiere ein Lungenemphysem entwickelt haben. Und so kam die Idee auf, vielleicht haben diese beiden Sachen was miteinander zu tun. Auf der einen Seite hier, dass man durch Einführen von bestimmten Eiweißkörpern in die Lunge Emphysem erzeugen kann. Und dass da auf der anderen Seite Menschen, die diese Erkrankung tragen, dass Menschen einen bestimmten anderen Eiweißkörper gar nicht haben. Und diese Entwicklung ging dann weiter. Man stellte fest, dass dieses Molekül, das da fehlt bei diesen Menschen, das sogenannte Alpha-1-Antitrypsin ist. Das wurde deswegen so genannt, weil es sehr gut eine bestimmte Protease, nämlich Trypsin, inhibiert. Im weiteren Verlauf hat man dann festgestellt, dass es gar nicht das Hauptzielmolekül ist, das Trypsin, sondern dass es ein ganz wichtiges Molekül im menschlichen Körper gibt, das dieses Alpha-1-Antitrypsin blockiert. Und dieses Ding heißt abgekürzt neutrophile Elastase. Und normalerweise haben wir in unserem Körper folgende Situation, dass wir einen Haufen Schutzmoleküle haben, die nennt man Antiproteasen, die uns vor den deletären Effekten dieser Proteasen, zu denen die neutrophile Elastase gehört, schützen. Das heißt, wir haben eine Balance zwischen den beiden und diese Balance kann aus dem Gleichgewicht geraten. Es kann sein, dass wir zu wenig von den Schützenden und zu viel von den gefährlichen Substanzen haben und dann gibt es sozusagen eine Katastrophe mit Ansage. Jetzt zur Pathogenese. Wie entwickelt sich das eigentlich? Hier habe ich Ihnen das mal mitgebracht, wie sowas aussieht. Hier sehen Sie die beiden Moleküle, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, das Alpha-1-Antitrypsin und die neutrophile Elastase. Das ist eine dreidimensionale Darstellung und Sie sehen sehr schön, die passen wunderbar zueinander, wie Schlüssel und Schloss. Und wenn sich die ineinander verhaken, dann geht diese Beziehung nicht mehr auseinander. Man nennt es auf schön Neudeutsch eine Suicide Interaction, also sozusagen eine Selbstmordinteraktion. Wenn die mal zusammengekommen sind, dann können sie nur auseinandergehen, wenn beide dabei kaputt gehen. Also ein wunderbarer Inhibitionsmechanismus. Und wenn es jetzt zu dieser Imbalance kommt, wenn also im physiologischen Status ist so viel Alpha-1 da, dass der Lunge nichts passieren kann, aber wenn eben zu wenig da ist, dann kann es sein, dass sich dieses Emphysem bildet. Und dann kommt es noch zu einer Besonderheit bei den Patienten, die zu wenig Alpha-1 haben, die haben aus bestimmten Gründen, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen möchte, auch noch viel, viel mehr Elastase, als man das normalerweise hat. Und dadurch gerät diese Waage komplett aus dem Gleichgewicht. Warum haben wir so viele Elastase? Die haben wir deswegen, weil die Patienten unglaublich viele Zellen von dieser Sorte haben.
Diese Zellen heißen neutrophile Granulozyten. Das ist eine der wichtigsten Zellen, die wir im Körper haben. Die hilft uns, alle möglichen Keime, Bakterien abzuwehren. Das ist also sozusagen ein ganz wichtiger Teil unserer körpereigenen Abwehr. Aber diese Zellen haben auch sehr unschöne Aspekte. Die können nämlich, wenn sie wild werden, können sie bestimmte Botenstoffe freisetzen, Sauerstoffmoleküle und auch wieder Proteasen, zum Beispiel die neutrophile Elastase, die dann den Körper sehr beschädigen können. Und die Patienten, die diese Krankheit haben, die haben von diesen Zellen extrem viele in der Lunge. Und diese Zellen sind sehr aktiv und setzen dann sozusagen alles, was sie an Armamentarium haben, alle schädigenden Substanzen in die Lunge frei. Und was passiert dann? Diese neutrophile Elastase wirkt dann wie eine Schere und schneidet das ganze Lungengewebe durch, schneidet es auf, und auf diese Weise bildet sich das Lungenemphysem. Das ist hier nochmal schön dargestellt. Sie haben hier die Lunge, und die Lunge, insbesondere die basalen Lungenabschnitte, werde ich Ihnen nachher auch zeigen, wie das aussieht, die werden dann aufgeschnitten und es entstehen diese großen zusammenhängenden Lufträume, die leider Gottes keine Funktion mehr haben und eigentlich nur hinderlich sind. Jetzt kommen wir zu der Frage, wer ist denn eigentlich von sowas betroffen? Wer kriegt denn sowas eigentlich? Das sind Menschen, die aus genetischen Gründen, das ist eine Erbkrankheit, zu wenig von diesem Alpha 1 haben. Und ich habe Ihnen hier mal eine ganze Reihe verschiedener Phänotypen aufgeführt. Ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, aber wollte Ihnen einfach mal zeigen, es gibt viele Menschen, die haben ganz normale Spiegel im Blut von diesem Alpha 1, und dann gibt es eben einige, die haben viel zu wenig. Und warum haben sie viel zu wenig? Die haben deswegen viel zu wenig, weil das sozusagen von Vater und Mutter in zu geringer Menge mitgegeben worden ist. Dieses Molekül wird kodominant vererbt. Das heißt, das Gen von der Mutter und das Gen vom Vater, beide zusammen werden benutzt. Und wenn beide Eltern so einen Mangelgen mitgegeben haben, dann hat auch das Kind einen kompletten Mangel. Die Eltern können völlig asymptomatisch sein, weil die das andere Gen normal haben. Aber wenn sie sozusagen beide den Kindern das Mangelgen mitgeben, dann haben die Kinder beide Mangelgene und dementsprechend viel zu wenig von dem Molekül. Wir haben die letzten Jahre lernen dürfen, dass es witzigerweise oder erstaunlicherweise nur um eine einzige Aminosäure in diesem großen Molekül gibt, die ausgetauscht werden muss, um diesen Schaden zu verursachen. Ich habe Ihnen mal die wichtigsten Mutanten mitgebracht, ich möchte da nicht auf die Details eingehen, aber der Austausch einer einzigen Aminosäure in einer ganz bestimmten Ecke führt dazu, dass das Molekül in viel zu geringer Menge dann freigesetzt wird. Jetzt die Frage, wie viele Patienten gibt es eigentlich? Ich habe Ihnen hier mal eine Landkarte mitgebracht von Europa oder erweitertem Europa in Richtung Osten, wo Sie sehen, wie häufig diese Genveränderung vorkommt. Wir haben ungefähr eine Inzidenz von 1 zu 2000 in Deutschland. Das heißt übersetzt, dass wir in etwa in Deutschland mit 8000 Patienten rechnen können. Bis jetzt kennen wir nur ungefähr 1200. Das heißt, wir haben aller Voraussicht nach hier eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Es ist genauso häufig wie die Mukoviszidose. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist eine Krankheit, die bei Kindern typischerweise beobachtet wird. Diese Krankheit kann nicht nur an der Lunge was machen, der Alpha-1-Mangel, sondern kann auch die Leber beschädigen. Ein Viertel der Kinder mit dieser Erkrankung entwickeln eine Leberzirrhose. Und Sie sehen hier, ungefähr 75% der Erwachsenen, die diesen Mangel haben, kriegen ein Lungenemphysem. Also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Lungenemphysem entsteht. Insbesondere dann, wenn, wie Herr Hering Ihnen das gerade gesagt hat, zusätzlich zu diesem genetischen Defekt der Faktor Rauchen eine Rolle spielt. Wenn Patienten mit diesem Mangel nicht rauchen, haben sehr viele von denen eine komplett normale Lebenserwartung. Das ist nicht eine automatische Verbindung, aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben. Jetzt zur Diagnostik. Wie kriegt man überhaupt raus, dass jemand sowas hat? Das Wichtigste ist natürlich die Spiegelbestimmung. Jetzt sehen Sie die Grafik nochmal. Das heißt, es gibt viele Menschen, die haben völlig normale Spiegel, die müssen sich nicht fürchten. Und dann gibt es eben Menschen, die haben sehr niedrige Spiegel. Da hinten sehen Sie diese hier hinten, das sind die Patienten, die ganz geringen Spiegel haben, und die sind gefährdet. Also man kann den Spiegel bestimmen im Blut. Das ist ziemlich einfach. Das geht mit einem automatisierten Verfahren. Und dann gibt es noch andere Verfahren, die man einsetzen kann, um rauszukriegen, was genau das für ein Molekül ist. Eines dieser Verfahren ist isoelektrische Fokussierung. Was bedeutet das? So, da sehen Sie das Gerät. Das bedeutet, dass Sie ein Protein hier einbringen, das wandert dann, da wird ein Strom angelegt, und es wandert so lange, bis es sich sozusagen da befindet, wo die gleiche Ladung ist, die das Molekül trägt. Und jedes Protein wandert unterschiedlich weit, und auf diese Weise können Sie aufgrund der Wanderungsstrecke festlegen, was das für ein Protein ist.
Und dann gibt es noch die Methode der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion. Was ist das? Das ist ein Verfahren, sicher eines der revolutionärsten Verfahren der letzten 30, 40 Jahre, das uns erlaubt, eine genetische Information unglaublich oft zu verdoppeln, extrem häufig zu verdoppeln und auf diese Weise auch darstellbar zu machen. Das heißt, wir können hier auf ganz leichte Weise dann feststellen, was für ein genetischer Typ vorliegt. Wir haben im Jahr 2003 in Marburg ein deutsches Alpha-1-Antitrypsin-Zentrum aufgemacht und wir bekommen seither aus ganz Deutschland Proben zugeschickt mit der Bitte, diese Proben zu evaluieren. Das ist auch kostenfrei. Und wie sieht sowas aus? Wir kriegen da so ein Papier und auf diesem Papier sind einige Angaben zu den Betroffenen und auf der rechten Seite sind drei so ausgestanzte Löschblattstreifen und auf diese Löschblattstreifen wird dann ein Blutstropfen aufgebracht und dieser Blutstropfen wird dann bei uns mit verschiedenen Methoden bearbeitet und ich habe Ihnen hier mal die Statistiken jetzt bis zum April 2009 mitgebracht. Wir haben in dieser Zeit über 600 höhergradige Mangeltypen identifiziert. Und das sind alles neue Patienten, von denen vorher niemand was wusste. Also das ist international das erfolgreichste Alpha-1-Antitrypsin-Mangel-Detektionsprogramm, ohne dass ich jetzt hier pro domo sprechen möchte, aber darauf sind wir sehr stolz. Und wir konnten, und das ist auch besonders wichtig bei diesen Patienten, diese Patienten einem internationalen Register melden. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil man unbedingt mit solchen Patienten Studien machen muss. Und die Patienten sind auch sehr bereit, Studien zu machen, damit man ihnen in Zukunft bessere Therapien anbieten kann. Wie sieht sowas aus? Herr Teschl hat Ihnen zuerst schon Bilder gezeigt. Im Unterschied zum normalen Emphysem, das typischerweise hauptsächlich oben ist, sind hier sozusagen die großen Löcher hauptsächlich unten. Man nennt das ein basal betontes Lungenemphysem. Und im CT sieht das auch so ähnlich aus. Sie sehen hier CT-Bilder von der Lunge unten und von der Lunge oben und Sie sehen hier so einen Typ, wo hauptsächlich unten die Löcher sind, das ist typisch für das Alpha-1-Mangel-Emphysem, wohingegen bei einem normalen, in Anführungszeichen normalen Raucher-Emphysem typischerweise die Hauptveränderungen sich in den oberen Lungenabschnitten finden. Das ist zum Beispiel so eines der Stigmata der Erkrankung, wo man dann wirklich auch zum Testen greifen sollte. Bei wem soll man jetzt überhaupt messen? Bei wem macht es Sinn, danach zu suchen? Ich habe Ihnen hier mal die internationalen Empfehlungen dazu mitgebracht und möchte die ein bisschen kommentieren. Also, Emphysem bei jungen Menschen, das ist überhaupt keine Frage. Normalerweise ist ein Emphysem-Patient praktisch sehr ungewöhnlich, wenn der unter 40 Jahre alt ist. Das, was Herr Hering gerade gesagt hat mit der 26-jährigen Patientin, das ist eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Verwandte von Patienten mit Alpha-1-Mangel sollten unbedingt getestet werden, weil natürlich in der Blutsverwandtschaft von sogenannten Indexpatienten, solche, die Erkrankung haben, naturgemäßes Risiko auch sehr hoch ist, dass diese Erkrankung vorliegen könnte. Dann auch, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei mehreren Familienmitgliedern eine Erkrankung des Atemwegstrakts vorliegt. Lebererkrankung in unklarer Genese habe ich auch schon gesagt, die Leber kann mit betroffen sein. Dann steht hier alle Patienten mit COPD, das ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Aber ich denke, dass die Rationale dafür gar nicht so schlecht ist, dass man zumindest bei vielen Patienten, die eine ungewöhnliche Konstellation bieten, wie ich sie gerade gezeigt habe, jüngere Patienten, Patienten, die einen unklaren Veränderungen haben, insbesondere der Lungenbasis, Patienten, die keine richtige Rauchanamnese haben, da sollte man dran denken. Dann kann es durch die Erkrankung auch zu Aussackungen der Bronchien kommen, die nennen wir Bronchiektasen. Auch das sollte ein Anlass sein, danach zu suchen und dann auch Patienten mit einem schweren Asthma, einem sogenannten schweren Asthma, das nicht gut auf Therapie anspricht, sollte man an diese Erkrankung denken, dass die hinter so einem Phänotyp, also hinter so einer Art Präsentation der Erkrankung stecken könnte. Und dann gibt es noch ein paar ganz seltene Erkrankungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Jetzt zur Therapie. Die grundsätzliche Therapie ist so ähnlich, wie sie bei jedem COPD-Patienten gemacht wird. Man versucht, die Bronchien möglichst weit zu machen. Bei höhergradigen Erkrankungsformen kommen inhalierbare Steroide ins Spiel und natürlich muss das Rauchen, sofern es noch besteht, beendet werden. Aber für diese Therapie gibt es jetzt eine spezielle Form der Behandlung. Und diese Behandlung besteht in der Idee, dass man das fehlende Eiweiß diesen Menschen ersetzt. Und da gibt es eine ganze Menge von Konzepten, wie man das machen könnte. Und eines dieser Konzepte wird schon gepflegt und wird schon gemacht. Das ist hier oben. Man gibt dieses Protein dem Patienten zurück. Und zwar gewinnt man das aus menschlichem Plasma, bei Blutspendern kann man das anreichern. Und da stellt sich die Frage,
wirkt denn das überhaupt, wenn man das sozusagen ersetzt, wenn man das dem Patienten gibt, das Medikament? Und diese Frage ist bis jetzt nicht eindeutig zu beantworten. Man kann nur sagen, es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass diese Therapie funktioniert. Und die beste Untersuchung dazu, die möchte ich Ihnen zeigen. Und da komme ich jetzt zurück auf etwas, was Ihnen Herr Teschler zuerst schon gezeigt hat, nämlich dieses Prinzip des Computertomogramms. Wenn Sie hier so ein Computertomogramm sehen und hier so ein Bild, diese Bilder sind Ihnen ja vertraut, dann ist es nichts anderes, es ist eine riesige Ansammlung von Bildpunkten. Und jeder dieser Bildpunkte, jeder dieser Pixel entspricht einer bestimmten Dichte. Damit wird eine bestimmte Dichte abgebildet. Und aus dieser Dichte können Sie zurückschließen auf die Dichte des Lungengewebes. Das heißt, Sie können sagen, wie viel, welcher Anteil dieser Lunge ist als in Emphysemform umgebaut. Und da kann man dann so Landkarten kreieren, so sieht dann sowas aus. Sie sehen hier unten die Einheiten und hier oben das Volumen. Und Sie sehen hier, so sieht dann so eine Kurve aus. Und bei Emphysempatienten ist diese Kurve nach links verschoben. Das heißt, die haben viel Lungengewebe mit wenig Dichte. Und man kann das auch anders darstellen. Sie sehen hier so ein CT von einem Original-CT von einem Patienten. Und da können Sie so eine Maske drüber legen. Diese violette Maske, die repräsentiert jetzt alle Punkte, wo die Dichte so niedrig ist, dass man davon ausgehen kann, dass da ein Lungenemphysem ist. Und wir haben die letzten Jahre gelernt, dass man solche Techniken dazu nutzen kann, um die Effekte von Medikamenten zu studieren. Und da ist eine Studie gemacht worden, die jetzt gerade publiziert worden ist, die heißt Exactly, da hat man zum ersten Mal das CT als Instrument benutzt, um den Effekt einer Therapie, nämlich dieses Medikaments, von dem ich gesprochen habe, dieses Alpha-1-Antitrypsins, auf die Veränderung dieser Lungen zu testen. Und das kam dabei raus. Man hat hier fast 80 Patienten eingeschlossen, die haben entweder dieses Medikament bekommen als wöchentliche Infusion oder sie haben ein Placebo gekriegt, das heißt, sie haben auch eine Infusion bekommen, aber da war halt nichts drin. Und dann hat man die zwischen 24 und 30 Monaten verfolgt und hat während dieser Zeit die Änderung in der Lungendichte gemessen über diese CT-Technik, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und Sie sehen rechts die Daten. Auf der Ordinate sehen Sie den Verlust an Lungengewebe über die Zeit. Auf der hier unten sehen Sie die Zeitachse. Und Sie sehen die Daten für Placebo in gelb und für das Medikament in rot. Und wie Sie sehr schön erkennen können, diese Schere geht auseinander. Das heißt, die Menschen, die das Alpha-1-Antitrypsin gekriegt haben, haben über die Zeit weniger Lungendichte, weniger Lungengewebe verloren, als die Patienten, die Placebo gekriegt haben. Das ist noch kein endgültiger Beweis, weil die Zahl der Patienten zu gering war. Diese Technik ist sehr aufwendig, das konnte man bisher nicht in großen Studien machen. Es wird in Zukunft welche geben mit größeren Fallzahlen, aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr klarer Hinweis darauf, dass diese Therapie wirklich auch funktioniert und dass die Patienten einen deutlichen Benefit haben. Jetzt ist die Frage, wer soll das eigentlich kriegen, dieses Medikament? Es sollen Patienten sein, die diesen Mangel haben, die ein bestimmtes Lungenfunktionsfenster erfüllen, weil für diese Patienten in dem Lungenfunktionsfenster gibt es gute Hinweise, dass die gut ansprechen. Da hat man herausgefunden, dass es praktisch am besten hilft, wenn die Patienten so eine mittelgradige Einschränkung der Lungenfunktion haben. Oder zweite Alternative, wenn die sehr viel Lungenvolumen verlieren, wenn die sozusagen sich sehr schnell verschlechtern, dann macht es auch Sinn. Und wenn die Patienten richtig schlecht sind, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, die Therapie durchzuführen. Wie wird das gemacht im Augenblick? Die Patienten bekommen einmal pro Woche eine Infusion, man kann es auch zweiwöchentlich machen. Es gibt ein paar Kontraindikationen, die aber fast nie erfüllt werden. Man muss auch sagen, dass die Therapie außerordentlich gut vertragen wird und es nur selten zu Komplikationen kommt. Die Frage ist das schon das Ende der Fahnenstange. Das ist natürlich nicht. Es gibt eine Reihe von Alternativen und die meines Erachtens für den Augenblick attraktivste Alternative möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen. Das ist nämlich die Verwendung eines Aerosols. Das heißt, man versucht nicht, das Medikament auf dem Weg über die Infusion zu geben, sondern über eine Inhalation. Was ist der Vorteil? Wenn Sie das Medikament als Infusion geben, verschleudern Sie sozusagen ungefähr 97%, weil nur ungefähr 3% der infundierten Dosis in die Lunge geht. Sie können wesentlich höhere Konzentrationen erreichen, wenn Sie es per Inhalation geben. Damit haben Sie den großen Vorteil, Sie können viel mehr Patienten behandeln als bisher. Die Kosten gehen deutlich runter und es ist natürlich viel angenehmer, einmal am Tag für 10 Minuten eine Inhalation zu machen, selbst bei sich zu Hause, als einmal pro Woche zum Doktor zu gehen und sich dort eine Infusion geben zu lassen. Das hört sich natürlich jetzt mal wunderbar an. Die Frage ist, geht das auch? Funktioniert das auch? Und das muss jetzt noch geprüft werden.
Was aber ganz entscheidend ist, wenn wir über Inhalation reden, die Frage ist, wie gut sind eigentlich die Geräte, die wir haben? Haben wir eigentlich Inhalationsgeräte, die so gut sind, dass wir so wertvolle Medikamente mit entsprechender Dosisgenauigkeit da hinkriegen, wo wir wollen? Herr Teschl hat Ihnen zuerst gezeigt, es muss in der Lunge nicht irgendwo hin, sondern es muss ganz nach außen, da wo die kleinen Atemwege sind. Können wir das überhaupt schaffen? Und wir können das jetzt schaffen und ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel zeigen. Es gibt jetzt sogenannte smarte Inhalation, also sozusagen intelligente Inhalationssysteme. Und das Beste davon ist das hier, oben kurz abgebildet. Das ist ein Gerät, das nicht einfach sozusagen Ihnen das Zeug reinbläst, sondern das Ihnen das Atemmanöver vorgibt. Sie müssen an dem Gerät ganz langsam und ganz tief atmen. Und was dann passiert ist, das was Sie hier sehen, Sie sehen hier unterschiedliche Flüsse, die man hier eingestellt hat, an dem Gerät Einatmungsflüsse. Und wenn man einen sehr langsamen Fluss hat, also wenn man sehr langsam einatmet, und wir haben das getestet, das können fast alle Patienten, auch die mit starker Einschränkung der Lungenfunktion, dann schaffen sie es, dass sie 80% des Medikaments, das sie sozusagen in die Dose eingefüllt haben, nachher in der Lunge, in den kleinen Atemwegen wiederfinden. Und das ist eine Größenordnung, die hätten wir uns vor 5 Jahren nicht mal im Entferntesten vorstellen können. Früher hatten wir zu kämpfen mit sogenannten Depositionsraten von maximal 20%. Und das kann man natürlich mit so teuren Medikamenten nicht machen. Da muss man schon sicher sein, dass man mit vernünftiger Dosisgenauigkeit und einer vernünftigen Effizienz die Medikamente auch dahin kriegt. Das bedeutet, jetzt ist der Boden bereitet. Wir sind jetzt soweit, dass wir ein Instrumentarium haben, mit dem wir die Inhalation testen können. Und in naher Zukunft werden die ersten Studien beginnen, die genau diese Frage adressieren werden, ob diese Therapie auch funktioniert, wenn man sie als Inhalation gibt. Letztes Bild, kurz nochmal zusammengefasst, was ich Ihnen präsentiert habe. Diese Erkrankung ist eine aus der Sicht des Wissenschaftlers faszinierende Krankheit, was eine monogene Krankheit ist. Das heißt, wir ändern ein Gen, ein einziges Gen und dann gibt es sozusagen einen massiven Schaden. Das ist etwas, was in der Medizin sehr ungewöhnlich ist. Die meisten Erkrankungen, die wir kennen, haben eine Beteiligung von sehr vielen Genen und dann wissen wir nicht so recht, was die Rolle der Genetik ist. Hier ist die Sache eigentlich sehr klar. Es ist eine Modellkrankheit für die COPD. Sie ist leicht zu diagnostizieren und es gibt eine spezifische Therapie. Und das Allerwichtigste ist, man muss einfach dran denken. Das gilt sowohl für die Ärzte, als auch für die Betroffenen, als auch für die Patienten-Selbsthilfegruppen, weil hier eben eine ganz spezifische Therapie zur Verfügung steht, die durchaus das Leben dieser Menschen sehr erleichtern kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus